werden heute die neuen epischen Skins in StumbleGuys spielen. Wir haben ja letztes Mal richtig viele epische Skins bekommen, Leute. Ich zeig's ja euch mal kurz. Hier seht ihr die ganzen epischen Skins, legendären Skins und so. Und ich würde heute sagen, wir werden auf jeden Fall heute richtig schön grinden, damit wir unseren Battle Pass richtig voll machen. Denn es gibt ja neue Animationen und, Freunde. Aber zuallererst, wir lieben ja unseren Barky hier. Aber wir spielen mal einen von den legendären Skins und guck mal, ob der cooler ist als Barky. Boah, dieser Fox sieht auch cool aus oder dieser Roboter. Ich mag diesen Fox irgendwie. Oder komm, ich bin Dr. Egg. Ah, Dr. Egg ist drin. Wir werden heute noch was ganz Besonderes machen und etwas richtig Krankes aus dem Itemshop kaufen, Leute. Okay, erste Runde geht los. Wir haben ja auch im ersten Video direkt mal einen Win geholt, was ziemlich wild ist. Och nein, Leute. Ich fliege es nicht in der ersten Runde hier raus. Letztes Video direkt gewonnen und jetzt in der Runde rausfliegen. Das wäre jetzt nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Okay. Wir haben jetzt gut aufgeholt zum Glück. Hier kommen wir auch noch ganz schön durch. Oh, bisschen... Alter. Was? Das Ding hat uns ja komplett rausgehauen, Alter. Lol. Okay, wir haben es gleich, Freunde. Bisschen auf Überlegung spielen. Ja, das haben wir doch. Okay, wir sind durch. Wir sind durch. Wir sind Fünfter geworden. Das nehmen wir mal mit. Ist nicht so schlimm. Was haben wir hier denn als nächstes? Icy Heights. Okay, das ist so eine Eismap. Wir gucken mal, Leute. Ich glaube, hier sind echt ein paar Schwitzer dabei, ne? Echt ein paar Schwitzer sind hier auf jeden Fall dabei. Die haben krasse Skins, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, ob das was heißen soll. Aber wir kommen... Oh, wir könnten Erster werden. Oh nein, warum denn auf mich? Ey, wie gemein, Junge. Was soll das? Oh, Leute. Wir können Erster werden. Alter, habe ich einen Boost gerade bekommen. Springen. Zack. Und einwandfreie Runde. Besser ging es gar nicht. Jungle Roll. Oh, das Spiel sieht auch sehr cool aus. Nur einer tut sich qualifizieren. Okay. Müssen wir aufpassen, Leute. Nein. Komm schon. Oh, Junge, habe ich ein Pech. Ich habe echt Pech gerade manchmal, muss ich sagen. Komm, steh auf. Dr. Egg. Oh mein Gott, war das knapp. Wie knapp war das? Junge. Oh, das ist gar nicht gut, dass ich hier so dieses nach vorne mache, Leute. Das ist echt nicht gut, wenn ich das mache. Ja, oh mein Gott, wir... Das wird ein Rennen zwischen mir und der Hexe. Oh nein. Nein. Zweiter geworden. Naja, egal. Aber wir haben immerhin gute Belohnungen bekommen. Wir gucken mal kurz im Battle Pass, Freunde. Oh, wir müssen noch einige spielen hier. Okay, die nächste Runde geht hier los, Freunde. Und mal gucken. Das ist wieder dieses Eisrennen, ne? Da war ich ja gar nicht so schlecht. Ich glaube, da bin ich sogar Erster geworden in der letzten Runde. Ich habe auch den Skin gewechselt. Wir haben jetzt hier diesmal den Foxy-Skin drin. Aber irgendwie vermisse ich doch den Sparky, Leute. Der war jetzt zwar nicht legendär, aber was ja gar nicht so schlimm ist. Irgendwie, oh mein Gott, was mache ich denn mit Foxy, Leute? Da bin ich ja komplett ins Nichts gewandert. Oder geflogen, besser gesagt. Jetzt sieht's gut aus. Ja, ich vermisse den Sparky-Skin. Bin ich ehrlich. Irgendwie hat er mir schon... Oh mein Gott, hat er mir schon besser gefallen. Aber wir wollen Foxy hier nicht im Stich lassen. Wir holen jetzt einen dicken Win mit Foxy. Ja, ist egal. Wir sind durch. Ganz wichtiges Ding. Laser Tracer. Vermeide die Laser. Das habe ich jetzt auch noch nicht gespielt. Aber wir gucken mal, ob wir das hier richtig gut hinkriegen. 8 Stück kommen hier... ich meine, hier, 8 Stück können eliminiert werden. Oh, dem hat es direkt rausgehauen. Oh mein Gott, mich auch fast. Das ist wirklich so ein Spiel, Leute. Da muss man... Oh, ey, Alter. Ey, ich denke, das ist einfach. Das ist aber überhaupt nicht einfach. Man denkt immer, man ist so weit davon entfernt von den Lasern. Aber, oh, die kommen ja jetzt auch noch von der anderen Seite, Leute. Jetzt wird es schwer hier. Muss gucken, dass sie... Oh, einer ist nochmal raus. Nice. Okay, wir sind weiter. Wir müssen jetzt im Finale eigentlich sein. Oh mein Gott, das kenne ich von Fall Guys. Bei so Spielen bin ich anders schlecht. Anders. Ey, warum kommt denn sowas hier, Freunde? Und ich habe das erste Mal jetzt hier in Fall Guys, wollte ich schon sagen. Spiele ich das erste Mal hier das Spiel in Stumble Guys. Also ich mache es jetzt einfach so wie bei Fall Guys, wie ich es halt kenne. Einfach mal auf... Ah, kann man hier auch drauf? Ja, kann man. Okay, einer ist schon draußen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so schlau ist, wenn ich ganz hier oben bin, Leute. Zwei sind schon draußen. Was bringt denn dieses Käse-Dings? Ist das gut? Ja, ich glaube nicht, dass das gut ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, habt ihr gesehen? Das meine ich, Mann. Einmal runtergefallen und zack, direkt alles gefühlt weg hier. Oh, hier können wir noch draufbleiben. Okay, drei sind schon mal rausgeflogen. So, das sind auf jeden Fall jetzt die letzten hier. Also wir drei, oh, vier sind rausgeflogen. Leute, ihr wünscht mir Glück. Wir können hier vielleicht gewinnen. Und yes, Baby! Der Win ist da. Sehr geil. Seoul HDXX hat das Spiel gewonnen. Da freue ich mich doch. Wir gucken uns gleich mal den Battle Pass, Freunde, uns an. Und dann werden wir das Krasseste, was ich gerade im Item Shop ist, kaufen. Wie gesagt, nicht nachmachen. Guckt einfach meine Videos, Freunde. Dann wisst ihr, was rauskommt. Und fragt immer eure Eltern, wenn ihr für irgendein Spiel Geld ausgeben wollt. Es lohnt sich nicht, weil ich verdiene ja Geld mit den Videos und kann es ja hier wieder rein investieren. Also alles gut. So, wir gucken jetzt mal rein. Und Leute, machen wir es wirklich für 5... Ja, ich... Ey, sollen wir das machen?
Sollen wir das Mega... Okay, Leute, wir holen uns... Ich hole mir gerade das Mega-Angebot. Okay, Freunde, wir haben uns das Mega-Angebot geholt, was ziemlich, ziemlich wild ist. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, wo das hin ist. Hä? Wo ist unser Mega-Angebot hin? Haben wir irgendwelche Skins bekommen? Hä, nein. Leute, ich raff's gerade gar nicht. Okay, Freunde, das Mega-Angebot haben wir uns geholt. Und ich glaube, wir haben jetzt einfach nur diese roten Stumble-Tokens bekommen. Deswegen machen wir mal hier voll. Und ich werde euch jetzt nur die richtig coolen Skins einblenden. Wenn sie legendär sind oder spezial. Und vielleicht ein cooles, episches. Oh, mal gucken. Der Skin ist cool. Den nehme ich mit, Leute. Fast nochmal einen legendären bekommen. Aber ich will einen speziellen Skin haben. Der wäre viel, viel cooler hier. Einen Special Skin. Ja, wieder mal episch hier. Dieser eine legendäre mit den Flügeln sah auch nice aus. Ah, okay. Wieder mal die Chiara, der weiße Löwe. Ich überlege gerade, was auch der geilste Skin generell ist von hier, ne? Es gibt ja richtig coole Skins, aber ich finde zum Beispiel diesen fast einen legendären Löwen bekommen. Diesen spezialen Drachen finde ich richtig geil. Oh, nein, wieder einen epischen, Mann. Gönn! Gönn! Ja! Ja, Leute! Let's go! Special Skin haben wir hier, den ersten Special Skin. Richtig krank. Und den werden wir gleich mal noch in der Runde spielen. Und, ja, episch. Okay, Leute, ich bin zufrieden. Special Skin haben wir auf jeden Fall bekommen. Wir gucken uns den jetzt mal an. Ah, der ist richtig wild, glaube ich. Wir gehen mal rein und legendär Special, Alter. Okay, Leute, wir gehen jetzt nochmal in der Runde und versuchen jetzt nochmal den Win mit dem zu holen. Okay, ey, dieses Ice Game hier. Alter, guck mal, der ist so richtig golden. Und das sind auch diese Funken da. Also was heißt Funken? Das sieht so... Der glitzert so schön Gold, Leute. Alter, ist der Skin wild. Junge, okay. Das sieht echt nice aus. Wir machen mal die Nummer 1 hier. Wir lachen. Nein! Oh, nein! Das können wir doch nicht vermiesen jetzt. Unser erstes Spiel hier mit unserem legendären Skin. Ich meine, speziellen Skin. Können wir doch jetzt hier nicht vermasseln, Freunde. Aber ich glaube, wir haben es. Wir sind durch hier. Ey, ich hatte gerade echt Angst. Was ist denn das jetzt? Rocket Rumble. Das habe ich noch nie gespielt. Nimm Fahnen ein. Okay, ich gucke jetzt mal. Mit Space tun wir das Ganze hier so, ne? Die abschießen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was das bringt, Freunde. Wenn wir die jetzt hier so abschießen können. Oh, ich habe keinen Plan, was ich hier machen soll. Ah, ich muss einfach diese Dinger hier einnehmen, glaube ich, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Die schießen wir mal weg. Nice. Kann man den auch hier wegschießen? Weg mit dir. Wir sind einen Punkt hinten. Ey! Ey! Weg mit dir! Die Fahne gehört mir. Ah, wir müssen einfach lange bei den Fahnen hier bleiben, Leute. Jetzt verstehe ich. Okay, okay, okay. Und die Fahnen werden dann bestimmt hochgehisst, glaube ich jetzt mal. Okay, okay. Verstehe. Aber das ist ein richtig komisches Game. Leute, die Mitte muss uns gehören. Kommt mal zu mir, Jungs. Oh, der hat mich rausgehauen. Die goldenen gewinnen übelst. Kommt mal her, Jungs. Wo seid ihr denn alle? Ey, ich spiel alleine. Okay, okay, okay. Oh, wir hatten gerade... Rechts ist der eine. Ey, Junge, hau mal ab. Mann, ey, was ist mit dem falsch? Junge, wohin willst du? Vergiss es. Hau rein. Einfach ins Meer reingestoßen. Okay, den müssen wir weghauen. Jetzt, das ist unsere. Nein, 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 nein. Ich fall wieder ins Meer. Pass auf den da hinten auf, Junge. Oh, jetzt fall ich wieder. Ich hab dumm Kopf. Diese Raketen kommen halt nicht so weit, gell? Das muss unsere Fahne sein, Leute. Okay, jetzt ist unsere. Komm. Nice. 5 von 5. Die vorne müssen wir uns schnappen. Zu zweit sind wir jetzt drauf. Komm. Nice. Die Nummer 6. Ich habe das Game jetzt gecheckt. Ich bleib lieber ein bisschen weiter hinten. Mach auf Nummer sicher, Leute. Leute, die Mitte, die Mitte, die Mitte. Ey. Die Mitte, die... 0. Unentschieden. Verlängerung. Runde vorbei. Hä? Warum sind wir rausgeflogen? Es war doch unentschieden. Oh mein Gott, Leute. Aber gut. Naja, mal gucken. Battle Pass haben wir. Oh, eine neue Spot-Animation. Das war's von dieser Folge auf jeden Fall. Von StumbleGuys, Leute. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, macht auf jeden Fall einen dicken Like. Und ich würde sagen, haut rein. Bis dann und ciao, ciao.